Guten Tag, ich begrüße Sie zu einem weiteren Beitrag des YouTube-Kanals Kieler Akademie für Thanatologie. Es handelt sich um einen weiteren Beitrag zu der Kategorie Antworten auf Fragen, die an Lisa Gilhuber und mich gestellt worden sind. Und die erste Frage geht in diesem Fall direkt an Lisa Gilhuber selber. Ich werde sie zunächst vorlesen und dann darf Lisa gleich darauf antworten. Und zwar kommt die Frage von einem Stefan Bochtler. Er fragt direkt an Lisa Gilhuber: Frau Gilhuber, werden wir unsere Verstorbenen wiedersehen? Glauben Sie persönlich dran? Eine kurze, prägnante Frage mit einer sicherlich sehr eindrücklichen Antwort. Vielen Dank, lieber Enno, und auch nochmal herzlich willkommen von meiner Seite. Vielen Dank auch an Herrn Bochler für diese spannende Frage, denn diese Frage bekomme ich immer wieder gestellt. Und ich kann an der Stelle sagen, ich glaube nicht nur daran, sondern ich weiß es sogar, denn ich darf es jede Woche in Jenseitssitzungen erfahren, dass hier tatsächlich ein Wiedersehen stattfindet. Das Spannende oder Faszinierende auch für mich als Medium ist immer wieder, dass oftmals die Hauptpersonen, mit denen ein Klient kommt, die ja in einer Jenseitssitzung durchkommen können, tatsächlich auch schon von alleine oftmals zeigen während der Sitzung, wer sie abgeholt hat. Und dadurch, dass man gezeigt bekommt, wer die Person, die Seele beim Sterbevorgang in die geistige Welt begleitet hat oder auch abgeholt hat, weiß man natürlich auch, dass es hier ein Wiedersehen in der geistigen Welt gibt. Man kann auch so sagen, und so nehme ich das auch immer wieder wahr, manche Seelen beschreiben es tatsächlich auch so als eine Art Familientreffen, die stattfindet. Man muss aber dazu sagen, es ist ein Familientreffen ohne Dramen, ohne Tragik. Und alles ist sehr liebevoll in einer reinen, positiven, harmonischen, liebevollen Schwingung. Man kann sich das nicht so vorstellen wie auf Erden. Es ist mehr aus diesem positiven, liebevollen, göttlichen Aspekt heraus, in dem man sich wieder trifft. Auch ich persönlich durfte diese Erfahrungen schon machen in meiner Familie. Hier habe ich auch schon ganz klare Beweise, Botschaften und Zeichen bekommen, dass ein Wiedersehen in der geistigen Welt stattgefunden hat. Von dem her kann ich hier aus reinstem Herzen sagen, ich weiß es sogar, dass es hier ein Wiedersehen in der geistigen Welt eines Tages gibt. Genau, und Herr Bochtler, jetzt kann ich Ihnen genau erläutern, in welcher Weise ja Lisa und ich zusammenarbeiten. Lisa als ein Mensch, der wirklich salopp gesagt aus der Praxis der medialen Begabung kommt, und ich als Wissenschaftler an der Universität Kiel, der versucht, diesen ganzen Sachverhalt geistesgeschichtlich einzuordnen. Denn dass es medial begabte Menschen gibt, und ich sage es mal wieder vorsichtig, dass es Menschen gibt, die diese Begabung für sich in Anspruch nehmen, das ist kulturgeschichtlich in verschiedensten Kontexten vorhanden, das ist gar nicht umstritten, ist nur die Frage, wie man es wissenschaftlich deuten kann. Und meine Einschätzung als Wissenschaftler ist, je mehr sich diese Phänomene sozusagen wirklich gesellschaftlich durchsetzen können, desto größer wird das Potenzial, welches sie für Seelsorge, Trauerbegleitung und Sterbebegleitung haben. Und das ist eigentlich viel zu traurig ist, wenn man sich erst am Lebensende mit diesen Fragen beschäftigt, sondern man sollte eigentlich viel früher sich damit beschäftigen. Denn das führt auch zu der Frage, die mir ganz entscheidend ist, wenn wir, wie viele Nahtoderfahrene sagen, dort zu Hause sind, wo auch immer sie dort oder wie Sie dort bezeichnen wollen, warum sind wir eigentlich hier? Das ist für mich die eigentlich entscheidende Frage. Und ich glaube, wir kommen einen großen Schritt weiter, wenn eben halt Menschen wie Lisa Gilhuber und ich als Wissenschaftler versuchen, zusammenzuarbeiten. Und da werden wir noch verschiedene Möglichkeiten haben, Ihnen das nahezubringen. Und Herr Bochtler, deshalb besten Dank für diese Frage. Ich sage als Wissenschaftler mal so, es kann eventuell sein, dass wir es niemals beweisen können, dass es ein Leben nach dem Tod gibt, aber es wird immer wissenschaftlich plausibler. Und dieser Unterschied zwischen Beweis und Plausibilität, das ist für Leute außerhalb der Wissenschaft oft nicht leicht vollziehbar, nachvollziehbar. Aber es gibt ganz viele Bereiche der Wissenschaft, wo wir nicht Dinge ganz klar beweisen können. Und trotzdem basiert unser Leben auf Annahmen, die nur mehr oder weniger plausibel sind. Also in der Hinsicht ist das eine wunderbare Frage gewesen, wo wir unsere jeweiligen Anliegen und Aufgaben erläutern konnten, das, was Lisa als Medium macht und ich als Wissenschaftler. Und wir können jetzt bereits einen Blick vorausgeben auf die nächste Einheit, denn die Frage ist ja, was wäre das eigentlich für eine Form von Wissenschaft, wenn sich dies immer weiter gesellschaftlich etabliert? Und da werden wir in der nächsten Folge auf eine Begriffsfrage eingehen, die uns gestellt worden ist. Und zwar habe ich in einem Video den Begriff Spiritismus benutzt und da kam eine Anfrage, die wir dann erläutern werden, ob es nicht eher Spiritualismus heißen müsste. Und dieses Verhältnis von Spiritismus und Spiritualismus wird das Zentrum der nächsten Einheit sein. Doch zunächst dieser, wie immer, du hast das letzte Wort. Möchtest du noch etwas für diese Einheit beitragen?
mich wieder herzlich bedanken für die Zeit, für die Aufmerksamkeit und ich freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen. Genau, in der Hinsicht Ihnen einen schönen Tag und danke für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.